Willkommen zurück zu der nächsten aufregenden, spannenden Folge von Far Cry 3. Ja, stehen geblieben sind wir hier, weil ich hier letztes Mal Terror gemacht habe. Und jetzt muss ich mich erstmal um den ganzen Terror kümmern, den ich hier verursacht habe. Leider weiß ich noch nicht, wo sich die ganzen Leute hier befinden. Also wird das auch ein bisschen schwer mit den Takedowns hier. Aber ich probiere trotzdem mal ein paar. Also einfach von hinten den Typen nähern und dann hätte ich ja schon den ersten Kill. Nee, schade. Ich dachte, ich kann jetzt noch mein Messer werfen. Einfach jetzt hier durchrushen. Ich habe keine Zeit. Da vorne ist schon einer. So, den lasse ich auch mal liegen. Hier ist also keiner. Oh, aber hier sind tolle Waffen. So, ich muss hier jetzt ein bisschen aufpassen. Also da ist noch jemand und hier unten war halt... Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. So, einfach schnell hier rein und jetzt wird der Juggernaut hier wahrscheinlich herunterkommen. Und dann kann ich einfach auf den drauf fallen. Bam! So muss das. Ach, das ist auch ein Juggernaut. Wie viel wollen die denn noch schicken? Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon, einfach schnell durch. So, jetzt von wo werde ich alles angeschossen? Von da unten ein paar. Einfach ein bisschen Terror machen. Alles klar, hier sind super viele Leute und die wollen gleich alle hier hoch. Ich muss die ja mit dem Scharfschützengewehr auseinandernehmen, sonst wird das ein bisschen schwer. Oh mein Gott, die haben mich fast mit einer Granate... Die werfen hier ja die ganze Zeit Granaten und schießen mit Bazookas. Ich habe keine Zeit, Headshots zu ziehen. Oh Gott. Ich sehe auf jeden Fall, wer die ganze Zeit reloadet. Und zwar, ach, das ist nicht mal der Typ. Das ist nicht mal der Typ. Oh mein Gott. Das macht es ein bisschen komplizierter. So. Einfach ganz kurz in dem Raum. Was ich nie mache, ist irgendwie mit C4 arbeiten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, man muss zweimal drücken. Ich dachte, ich lasse mit einem Mal einfach alle C4-Ladungen explodieren. So, da bist du, hä? Huh? Okay, einfach schnell vorbei. So, hier schießen die einfach schon wieder mit ihren Bazookas. Guck mal, guckt euch mal an, wo der steht. Holy shit, das steht da. Wow. Irgendwo ganz verdeckt. Ich meine, seht ihr das? Oh, hier ist überall Feuer. Alles klar, wir brauchen ganz kurz Feuerfest. Wir warten mal ganz kurz. Medizin, Kampf. Das können wir uns nicht mal machen. Oh mein Gott, ich habe kein einziges kaminrotes Blatt. Da muss ich ganz kurz durchs Feuer durch. Heiß, heiß, heiß. Oh.
Autsch, autsch, autsch. So, jetzt kurz warten. So. Oh mein Gott. Puh, das ist echt ein krasser Kampf, diese Folge. Muss ich ehrlich gestehen. Aber wir können die ganze Zeit diesen Trick hier machen. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Puh. Lass mich hier durch. Bam. Jetzt steht er, glaube ich, nur am Auto. Okay, das geht ja. Oh mein Gott. Und trotzdem verfehle ich. War das gerade ein Double Hedge? Oh mein. What? Ich habe die gerade beide auseinandergenommen. Das ist was Krasses. Huhu. Der Double Hedge hat einfach. Holy moly. Wir haben immer noch nicht genug Geld. Aber uns fehlt noch eine Speicherkarte. Das ist schon was Cooles. Haben wir die Rare Crest? Ne, wir haben keine Rare Crest. Auf jeden Fall habe ich ja schon letzte Folge gesehen, wo wir als nächstes hin müssen. Denn da vorne, genau. Ich glaube, das war das hier. Ich gucke einfach mal. Also, ich glaube, das war die Richtung, wo man einfach nur da lang muss. Puh, war das ein krasser Kampf. Ja, das ist auf jeden Fall die Richtung, wo ich letztes Mal hin wollte. So. Noch ein kleines Stückchen näher. Ah, nicht gegen die Palmen fliegen. Puh. Geschafft. Kann ich auch einfach ins Wasser plumpsen. Das wäre mega nice. Ich habe Angst, dass ich einfach so einen Felsen im Wasser treffe. Bam. Ja, das geht. Alles klar, das ist gut. So, wir brauchen aber noch... genau, die blauen Blätter. Aber die sind hier unterhalb. Seetank. So, jetzt wo wir die blauen Blätter haben, können wir uns dann noch einmal so einen Sprintschub herstellen. Dann haben wir die 300 Meter auch wieder schnell hinter uns. So. Ach, machen wir einfach 3 Stück. Komm schon. Das passt. 8 war das, glaube ich. Zack. Jetzt habe ich mir bestimmt was Falsches gespritzt. Hallo. Ihr seid mir überlegen. Guckt doch mal, wie schnell ich laufe. Ich laufe schneller, als ihr mit einem Auto rumfahren könnt. Also denkt mal nach, was ihr sagt, Kinder. So, ich find's eigentlich ein bisschen doof, da ich kein Söldner mehr bin. Aber das ist egal. Aufpassen, die kommen hier mit einem Auto entlang gefahren. Stoppen die hier? Nee. Vorsichtig kurz hier hingehen, in die Hütte. Alles klar. So, jetzt habe ich Zeit, hier die Leute ein bisschen zu beobachten. So, haben wir sonst noch irgendwelche Gefahren? Es handelt sich hier nicht mal um einen Kack-Juggernaut. Die könnte man eigentlich alle nacheinander mit der Sniper wegschießen. Aber ich habe jetzt nur noch halt, ich glaube, 5 Schuss sind das. 5 plus 9. 14 Schuss hätte ich. Ich frage mich, die sind beide sogar betrunken. Ach nein, die sind nicht betrunken. Die trinken nicht, die gucken durch ein Fernglas. Wow, ich bin schon wieder blind wie sonst was. Ich frage mich, ob wenn ich den töte, das irgendwem auffällt. Also hier haben wir 3 Leute und der eine patrouilliert dort die ganze Zeit. Aber der hier sollte doch keinen auffallen, oder? Nee, das ist gut. Das ist gut. Und der hier, falls der andere hinter dem das nicht merkt, fällt das auch nicht auf. Aber der Ton war einfach zu laut.
Hatte gerade gesagt, Granate für dich. Was ist, wenn ich da nicht mal bin? Und was macht das Auto hier? Ich höre ein Auto. Wo ist das? Wow, die fahren da hinten einfach lang wie so ein Bekloppte. Nein, wie können die mich sehen durch das Teil? What? Oh mein Gott. Ich wollte gerade schon sagen, danke, dass mir jemand da vorne geholfen hat. Huh. Oh mein Gott. Das war nicht mal in Kopfhöhe. Oh mein Gott, das war auch nicht in Kopfhöhe. Oh nein. Fuck. Ich bin gestorben. Also ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass der Typ, den ich da... Also da waren ja oben zwei Scharfschützen auf dem Haus. Ich hätte nicht gedacht, dass der andere Typ das bemerkt. Aber der hat einfach den Schuss bemerkt, der an ihm vorbeigerauscht ist. Und deswegen ist das alles so. Hä, das ist doof. Das ist echt doof. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also wenn das jetzt nicht passiert wäre, wäre ich hier locker und safe rübergekommen. Aber dann machen wir das mal auf eine andere Art. Man kann ja auf mehrere Methoden dieses Spiel spielen. Das finde ich ja auch so toll daran. Also ihr habt die Auswahl, einfach durchrushen, langsam Alarm ausschalten, Takedowns, mit einem Scharfschützengewehr alle nacheinander ausschalten. Es geht so vieles. Könnt ihr auch einfach mit Granaten bombardieren, bis sie irgendwann aufgeben. Ich versuche mal noch eine Etage tiefer ins Wasser. So, einfach mal ein bisschen entlang des Wassers. So, jetzt ins Wasser. Ich hoffe, hier kommt kein Krokodil oder so. Oh, wow, wäre das gruselig. So. Wo haben die sich jetzt verkrochen da? Standen hier nicht zwei Leute an der Fronttür? Alles klar, dann gehe ich nochmal hinten rum. Und hoffe, dass mich hier jetzt niemand sieht. Der Alarm. Hier ist sogar ein Alarm. Ne, da komme ich nicht dran. Ich muss jetzt einfach hoffen, dass ich die beiden ausschalten kann. Ohne Probleme. Haben die mich gesehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen hier Leute entlang. Okay, das Teil da vorne hätte ich holen können. Oh, wow. Ich warte jetzt einfach, bis die hier nacheinander reinkommen und dann takedown ich die alle. Dass das funktioniert einfach. Ah, die kommen jetzt auch mit Booten an, lol. Das ist lustig. Diese Action, das ist nice. Ich habe den jetzt nicht bekommen, weil ich jetzt nicht... Oh Gott. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe nämlich Linksklick gemacht, weil ich halt einen Messerwurf machen wollte. Diese Action, das ist so nice. Das, was ihr da vorne treibt, kann ich auch. Ich meine, guckt euch die da an.
Go, go, go. Kurz defensiv. Ganz kurz. Ah, die kommen mit einem Heli. Kurz healen. So, jetzt ganz kurz in die Herstellung. Oh mein Gott, ist das hier gerade eine Action. Medizin. Oh mein Gott. Puh. Nein, ich will... Genau. Wo ist der Kakeli? Oh. Wie geil. Guck mal, die wissen schon nicht mehr, wo ich bin. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, wow. Wow. Ne, ich kann nicht treffen. Hier nochmal. Nope. Und jetzt ist hier noch irgendwo einer. Da oben. So, einmal kurz anschießen, damit der nicht losschießt. Perfekt. Fertig. Oh Mann, ey, so viel Belagerung und Krieg, wie ich hier verursacht habe. Eine Ein-Mann-Armee bin ich. Bam. So, und wir haben das letzte Memory Card. Woo! Aber wahrscheinlich immer noch nicht genug für die Kackwaffe. Einzigartige Waffen. Ne, 4800. Wow. Munition kostet uns allein schon wieder 500, weil ich so viel verballert habe. Aber es geht eigentlich. What? Achso, neuer Shop nur verfügbar. Ja, es ist der Shop, den ich hier habe. So, mal gucken, ob wir für die Folge noch eine kleine Gesucht-Tod-Aufgabe machen können. Zwei Pyromanen haben sich in einem alten Bunker verschanzt. Töte sie mit einem Messer. Das sind nur zwei. Oh mein Gott, ist das weit weg. So, einfach mal in diesem dunklen und trüben Wasser hoffen, dass hier nichts ist. Das Tolle ist, ich bräuchte ja eigentlich noch diese Algen. Die hier. Seetank, ja. Wie auch immer. So. Jetzt auf die andere Seite noch. Oh Gott, das ist so weit. Müssen die das wirklich so machen? So, zum Glück habe ich einen Sprintschub und kann jetzt durch die halbe Welt glitschen. Das ist so geil. Holy shit. Vielleicht lohnt sich das doch. Also ich finde es lustig. Woohoo. Oh oh. Autsch. Ja, geil. Jetzt muss ich hier nochmal hochrennen. Hä? Einfach hier lang? Also wir haben den krassesten Part dieses Bergs, glaube ich, schon geschafft. So, jetzt haben wir auch noch ein Auto in der Nähe, das passt doch. Also, man hätte es sich schlimmer vorstellen können. Was lustige ist, ich brauche einfach so 10.000 Sprintschubs später für die Relikte. So. Wow, nicht bemerken, bitte nicht. Ich bin einfach nur ein normaler Autofahrer, hallo? Holy shit, wo man gerade von 10.000 blauen Lotusen spricht. Oh mein Gott, sind hier viele. Ich meine, guckt euch das an. Ich kann hier einfach sammeln, wie viel ich will. What? Ich sammle aber auch nicht zu viele, weil sonst später mein Inventar voll ist. So. Aber dann kann ich mir natürlich nochmal einen Sprintschub reinknallen, der einfach besser ist als das Auto, weil ich das erstens besser kontrollieren kann, auf andere Wege kann. Anscheinend bin ich ja auch schneller als ein Auto. Und ja, gerade für den Fall, dass Banditen mich bemerken, dass ich halt einfach nicht auf offenen Straßen rumlaufe. Und ich kann auch einfach so offenes Gelände nutzen. What? Warum sind hier so viele? Warum sind hier so viele? Ich wollte das eigentlich schnell machen und nicht in dieser Folge hier übelsten Krieg machen, weil ich dachte, es sind einfach nur zwei Pyromanen, wie es auch in der Beschreibung stand, aber anscheinend sind es mehr. Okay, Leute, dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und haut raus und bis demnächst. Ciao!